Einen wunderschönen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Ja, es ist schon wieder ein Ankündigungsvideo. Ich muss mir fast schon so ein kleines bisschen schämen, aber nur fast. Kommen bald nämlich richtig geile Videos aus Kanada und wir werden auch ein paar Fotovideos machen in der etwas kühleren Jahreszeit, wo auch wieder viel Menschen am Computer sitzen oder am Rechner oder am Laptop, Handy, was auch immer. Also freut euch auf viele coole Videos, aber jetzt ein Ankündigungsvideo, denn Fotokina steht an. Nächste Woche ist ja die Fotokina und viele Leute haben mich gefragt, Ben, bist du auf der Fotokina, kann man dich dort treffen? Und ja, natürlich, ich werde auf der Fotokina sein. Was glaubt ihr denn? Das ist die größte Fotomesse in der Welt oder so, oder in Europa auf jeden Fall, in Deutschland, Köln vielleicht auch. Ja, nee, ist aber eine richtig große Messe auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich die größte in Europa. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ich werde auf der Fotokina sein, dieses Jahr tatsächlich mit einem eigenen Stand. Das wird ziemlich krass, da freue ich mich ziemlich drauf. Haben wir ein bisschen Cash in die Hand genommen und gesagt, komm, machen wir was richtig Fettes. Wer weiß, ob wir nochmal jemals auf die Fotokina können, dürfen, was auch immer. Und da gehen wir einfach mal auf die Fotokina, machen einen geilen Stand. Der wird sein, erstmal das Wichtigste am Anfang, Halle 9.1, Stand C56, D57. Das wird dann aber auch in dem Programmheft und so weiter alles zu sehen sein, falls ihr euch das nicht merken könnt. Ihr könnt es aber auch abfotografieren, ich werde das hier irgendwo an der Seite auf jeden Fall einblenden. Und da werden wir unseren eigenen Stand haben. Was bedeutet ein eigener Stand? Da werde ich sein, da wird mein Team sein. Wir werden dort vor Ort verschiedene geile Sachen haben, die ihr kostenlos abstauben könnt. Es gibt auch Sachen, die ihr kaufen könnt. Es gibt Programm, Vorträge, Gäste und so weiter. Außerdem habe ich auch noch eine Ausstellung am Start auf der Fotokina. Alles dazu in diesem Video. Ach ja, und Tickets gibt es auch zu gewinnen. Wie? Erfahrt ihr am Ende des Videos. Ja, müsst ihr natürlich erstmal bis zum Ende gucken. Also fangen wir erstmal vorne an. Stand auf der Fotokina. Sau teuer, kann man erstmal festhalten. Wer auch immer das mal selber machen will, braucht auf jeden Fall einiges Cash. Toi, 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 hatten wir am Start und ja, haben wir ausgegeben und hat aber nicht gereicht, um noch einen Stand irgendwie mitzumachen, weil ihr müsst euch so vorstellen, man hat quasi eine Standfläche, ja, die muss man bezahlen und dann gibt es nochmal den Stand selber. Ja, wusste ich vorher auch nicht. Auf jeden Fall haben wir gesagt, komm, bevor wir da so viel Geld rauspusten für einen scheiß Stand, machen wir einfach, wir kommen aus Berlin, wir sind ja fit im Improvisieren, machen wir uns einfach selber einen Stand. Und ja, den haben wir jetzt gemacht so. Ich habe mir gesagt, ich habe noch ein ganz schönes Auto, stellen wir einfach auf den Stand drauf, wir haben eine große Ladefläche und dann machen wir quasi Kofferraum, Verkauf, Verlosung, Moderation, was auch immer. Das heißt, wir machen die Ladefläche ab, also Auto kommt auf den Stand, wir machen Ladefläche ab, ich stehe hinten auf der Ladefläche, Gäste sind hinten auf der Ladefläche, man sieht uns gut, weil wir sind ja ein bisschen höher und ja, werden von dort aus quasi den Stand dann bespielen. Ringsrum nehmen wir Tische aus dem Büro. Und dann habe ich noch bei Microsoft schon angerufen, die haben mir noch hier zwei Surface Books ausgeliehen und da werden wir Videokurse drauf machen, das ist nämlich auch eine coole Sache, habe ich mir überlegt. Da könnt ihr euch quasi alle Videokurse, die wir haben auf lernvonben.de einfach angucken. Ja, solange ihr wollt, könnt ihr quasi kommen, Montag oder nee, Dienstag geht der Fotokina los, könnt ihr kommen, Dienstag und theoretisch jeden Tag mit Handtuch. Nee, dürft ihr nicht reservieren. Das ist verboten. Ja, aber ihr könnt theoretisch den ganzen Tag einfach euch die Videokurse reinziehen. Wäre natürlich gut, wenn auch mal andere kommen, dass ihr die auch mal mitgucken lasst oder sowas, damit ihr nicht die ganze Zeit blockiert, weil wir haben insgesamt zwei Stück. Aber ihr könnt jeden Videokurs, den wir haben, auf lernvonben.de kostenlos gucken auf diesen Books. Ansonsten, was haben wir noch Schönes? Wir haben ganz, ganz viele Goodies. Ja, wir haben unter anderem Schlüsselbänder, wir haben Armbänder, wir haben Dextro Energy mit Jaworski-Aufdruck. Wir haben jeden Scheiß bestellt, den es eigentlich so gibt. Ja, und den kriegt ihr einfach kostenlos. Ja, ich weiß nicht, ob immer alles da ist, aber es wird auf jeden Fall das eine oder andere immer am Start sein. Sticker sowieso. Wir haben noch 5000 Sticker bestellt und Jaworski-Aufsticker, Aufkleber. Wir haben, sag mal, Einstellung, Digga, Aufkleber bestellt. Und das alles könnt ihr am Stand quasi haben. Ansonsten haben wir das Buch, das gibt es natürlich nicht geschenkt. Das gibt es am Stand handsigniert. Wir haben hier hinten, warte, da hinten stehen gerade 300 Kilo Buch, feinstes Buch, ja, könnt ihr haben. Warte, ich muss kurz mal Fokus ziehen. So, das sind insgesamt 500 Bücher, die sollten eigentlich reichen. Wenn nicht, dann bin ich echt überrascht. Werden wir auf jeden Fall handsignieren. Autogrammkarten haben wir mit dabei. Wir haben ein Poster vom Talisker Bay mit am Start. Und da wird es so sein, zahl so viel du willst. Ja? Ob du jetzt 50 Cent zahlen willst oder 5 Euro zahlen willst, ist dir überlassen. Ja? Kannst du machen, wie du Bock hast. Die werden wir auf jeden Fall am Stand haben. Special Guests am Start. Das heißt, wenn immer wieder Gäste kommen, das werde ich dann immer an dem entsprechenden Tag einfach ankündigen. Kann auch mal sein, dass es spontan passiert. Und ansonsten haben wir jeden Tag um 12, 14 und 16 Uhr Vorträge. Also ich,
Dann werde ich quasi hinten auf der Ladefläche stehen. Wir haben uns einen fetten Sony-Fernseher noch ausgeliehen. Den werden wir da ranhängen noch irgendwie. Und da werde ich dann erzählen über Landschaftsfotografie, über Kanada, über ganz viele verschiedene interessante Sachen. Und da kommt ihr einfach am besten vorbei und zieht's euch rein. Gutscheine für den Shop gibt's auch noch zu vergünstigten Preis. Das heißt, wer was verschenken will oder auch für sich selber einfach zu einem günstigen Preis haben will, kann auch gerne vorbeikommen und sich Gutscheine sichern. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wird richtig cool. Ausstellung haben wir auch noch, wie gesagt, es ist so viel, ich kann mir das gar nicht merken, ich muss alles ablesen. Ausstellung haben wir, Halle 5.2, D7C3C6, da werden 15 Bilder ausgestellt und eines der Bilder ist ein Bild, was es noch nirgends bis jetzt gab. Ja, also ich habe es noch nirgends veröffentlicht oder so, ich habe es gerade erst geschossen, vor anderthalb Wochen in Vancouver und das ist eines meiner geilsten Bilder, finde ich. Technisch zum einen und aber auch, weil es einfach geil ist, weil es auch ein bisschen Message hinten dran hat. Vielleicht werden wir so eine kleine Ausstellungseröffnung auch noch machen, wo ich was über die Bilder erzählen werde dann. Vielleicht werde ich es auch in einem Video jetzt nochmal machen, dann für YouTube im Nachhinein. Vielleicht kaufen wir auch noch zwei Flaschen Sekt und eine Flasche Orangensaft, machen richtig so Schickimicki mit Schal um und Brille oder so. Mal gucken. Schauen wir mal. Werde ich auf jeden Fall noch bekannt geben, wenn es soweit ist. Und ja, das gibt es auf jeden Fall alles zu gucken. 15 Bilder insgesamt, gedruckt von Zoomwork, danke an der Stelle. Und das wird richtig, richtig geil. Der Stand ist neben Sony direkt und da kommen wir auch schon zu den Vorträgen, die abseits meines Standes laufen. Ich habe einen bei Sony am Samstag um 14.30 Uhr, Halle 5.2, also quasi direkt neben der Ausstellung. Und da werden wir ein Projekt releasen mit vielen, vielen tollen Fotografen, zu denen ich natürlich auch gehöre. Und es sind wirklich viele coole Leute mit dabei, die ganze Alpha Dicted Crew. Und ich habe mir ein Projekt ausgedacht, von dem alle was haben, nicht nur die Fotografen selbst, sondern auch ihr als Community. Ihr könnt euch dann nämlich später bewerben, aber mehr dazu am Samstag um 14.30 Uhr am Sony-Stand. Ansonsten am Donnerstag um 15 Uhr bin ich bei FotoTV noch, Halle 5.2, werde dort einen Vortrag über mein Buch und über Landschaftsfotografie halten und am Mittwoch um 10.30 Uhr auf der Community Stage bei Adobe und das ist in Halle 9.1, Stand B60, da werde ich was über meinen Workflow, über meinen Trip nach Kanada erzählen, wie ich dort viele, viele Bilder in schneller Zeit sortiere und auch ausspiele und vorbereite und so weiter und das wird auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, das wird auch live gestreamt oder sowas. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, das erfahre ich alles erst diese Woche. Ja, ihr merkt, viel steht an auf der Fotokina. Es wird richtig krass. Es lohnt sich vorbeizukommen. Es lohnt sich auch an meinem Stand vorbeizukommen. Auch mal öfter vorbeizukommen, weil immer wieder was Neues passieren wird. Es wird eine sehr anstrengende Woche. Aber ich freue mich auch schon richtig krass. Das ganze Team freut sich richtig krass. Wir haben gut vorbereitet und ja, freuen uns einfach drauf, dadurch zu rocken. Ah ja, verlosen. Tickets. Wir verlosen 10x2 Tickets. Ja? Und zwar an, habe ich mir überlegt, die brokesten Leute, ja, also, weil die Fotokina, die kostet ja 8 Euro oder so am Tag. Und da haben wir uns überlegt, ja, Fotoequipment ist ja so teuer, ja, und auch andere Sachen sind ja so, und sowieso, ja, wir sind ja so arm dran in Deutschland, da kann man auch mal so Tickets verlosen, damit man sich die 8 Euro auch sparen kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, die brokesten Personen auf YouTube, ja, hier auf diesem YouTube-Kanal, von meinen Abonnenten, die kriegen Tickets, also jeweils für sich und noch eine Person, also mal zwei, mal eins, ach, wie auch immer, 10x2 Tickets, ja, versteht das schon. Und zwar müsst ihr einfach kommentieren, warum ihr richtig broke seid. Also das wirklich auch begründen. Und ihr erzählt es nicht, weil ich mir so viel gekümmert habe, ihr müsst schon genau erzählen, was ihr euch gekauft habt und warum ihr dann jetzt so broke seid. Ja, also in die Kommentare, warum ihr richtig broke seid, für alle älteren Leute, also über 40 so, broke bedeutet so knapp bei Kasse, ja. Oder fast pleite, so, ja, oder vielleicht schon ein bisschen pleite. Also, warum ihr richtig broke seid, einfach argumentieren und dann suche ich mir die 10 raus und dann kriegt ihr 2 Tickets. Könnt auf die Fotokina gehen, an meinem Stand vorbeischauen und da könnt ihr sogar die ganzen Videokurse noch euch reinziehen und noch, was gibt's noch hier? Ach so, die ganzen Goodies abstauben und so weiter. Wird's auf jeden Fall fett. Guckt einfach vorbei, wird richtig geil. Also, in diesem Sinne, macht's gut, liebe Freunde, niemals vergessen. Sag mal Einstellung, Digga. Es ist todesheiß, ich schwitze, meine Hand zittert schon, weil ich die ganze Zeit die Kamera in der Hand halte. Und das mit gestreckter Hand, damit es auch scharf ist. Weil ich glaube, so bin ich unscharf, so bin ich scharf. Naja, gut, macht's gut, peace, niemals vergessen. Sag mal Einstellung, Digga. Und wir sehen uns auf der Fotokina.